Ich begrüße ganz herzlich Niklas Lotz, ein junger, kritischer Mensch, der gegen den Mainstream schwimmt und wahrscheinlich auch einer der zukünftigen jüngsten Bestseller-Autoren. So es denn so kommt, das wollen wir gleich mal besprechen. Herzlich willkommen, Niki. Ja, freut mich sehr, dass ich heute dieses Interview führen darf. Wir wollen heute mal über dein neues Buch sprechen, das es ja seit kurzer Zeit erst gibt. Weckruf für Deutschland, über 200 Seiten, da warst du ja ganz schön fleißig. Aber es scheint so, als wenn die Verkaufszahlen zum Beispiel bei Amazon gar nicht so konkret wiedergegeben werden. Ja, genau, da habe ich ja auf meinem eigenen Kanal, der Frau Gertnicki, auch schon drüber gesprochen, dass es tatsächlich so ist, dass eben bei Amazon eine Lieferzeit für das Buch von 1 bis 3 Monaten eben angegeben wird, was eben total skurril ist. Weil wenn man das Buch dann wirklich bestellt, ist es 2 Tage später da. Also warum diese Lieferzeit da so angegeben wird, ist wirklich sehr befremdlich. Ja, gibt es da irgendwie vielleicht Taktiken, die Auslieferung des Buches zu blockieren? Du sagtest auch im Vorgespräch, dass das Buch in den Geschäften überhaupt nicht vorhanden ist. Also zum Beispiel war ja mein Vater auch in einer Thalia-Buchhandlung und da hat er ja auch gesehen, dass es eben nicht da ist und dass eben Bücher, zum Beispiel das von Carola Rakete, die später erschienen sind, dass die trotzdem da sind. Heißt also, wir könnten ja schon das mit einem subtilen Boykott zu tun haben. Heißt also, das Buch kann man ganz normal als E-Book eben bekommen, aber die Printausgabe wird eben künstlich verzögert. Also alles deutet zumindest darauf hin, dass es so ist. Ja, hier also nochmal das Buch und liebe Zuschauer, ihr könnt es gleich bestellen. Es sind wirklich 200 Seiten geballte Power. Gleich unter dem Video ist ein Link, da wird es noch einfacher. Und bitte nicht irritieren lassen von Amazon, da steht irgendwie Lieferzeit 2 bis 3 Wochen. Es ist in der Regel in 2 Tagen schon da und es ist wirklich lesenswert. Wie lange hast du denn daran geschrieben? Also die Idee für das Buch hatte ich natürlich schon viel früher und die ersten Notizen beziehungsweise die ersten Gedanken, aber das konkrete Schreiben dann eben mit Quellenprüfung, alles, da habe ich dann, denke ich mal, 3 bis 4 Monate dran geschrieben. Aber natürlich das Grundgerüst und so, die Planung war natürlich schon wesentlich länger als das konkrete Schreiben dann. Und viele Leute kennen dich ja von deinem Kanal, wo du in regelmäßigen Abständen sozusagen die Regierung kritisierst und so weiter. Und das machst du ja auch ziemlich gut. Die Frage ist, die wir, also die ältere Generation, uns stellen. Ich kenne nur Leute, die bei Fridays for Future mitrennen und die ganzen CO2-Wahnsinn mitmachen und total auf Merkel-Linie sind und alles gut finden, was in den Medien steht. Und du scheinst so eine Art Rebell zu sein. Bist du damit geboren worden oder wie wird man das? Also ich muss natürlich sagen, dass ich schon immer so ein bisschen abseits des Mainstreams stand und halt eben meine eigene Meinung immer gebildet habe, was ich halt ein bisschen skurril finde, wenn ich das so sagen darf, dass man heute praktisch rebellisch ist oder irgendwas dergleichen, wenn man eben bürgerliche oder konservative Standpunkte vertritt. Eigentlich müsste das ja irgendwie spießig oder langweilig sein, aber heute ist es dann auf einmal rebellisch, weil eben der Mainstream eben komplett in eine Richtung gerückt sind. Und zur Verteidigung der Jugend muss ich auch ein bisschen sagen, es wird natürlich medial sehr einseitig dargestellt, also dass es eben diese ganzen Fridays for Future Leute gibt, dass es eben diese ganze Klimajugend gibt, aber es gibt ja auch genug Jugendliche, die gar nicht so denken, nur denen gibt halt auch keiner eine Stimme, also die kriegen halt wenig Plattform, beziehungsweise wenn sich jemand nicht für diese Klimahysterie interessiert, dann wird er vielleicht auch gar nicht interviewt, also so wirkt es zumindest auf mich. Ja, also in den Medien kommt ja praktisch nur die GEJ vor, also GEJ, die grüne Jugend. Genau. Und das andere, wer da nicht im Gleichschritt marschiert, der wird sofort irgendwie ausgeklammert und dämonisiert. Da kann ich echt nur zustimmen. Also wie gesagt, man merkt ja auch, wer eine Plattform bekommt, zum Beispiel im CDF oder so, wenn da eine Luisa Neubauer zu allen möglichen Dingen befragt wird, ja, aber es einfach keine junge Gegenposition gibt. Also es gibt niemanden, wo wirklich dann auch mal kritisch ist, wo auch mal Partei eben für die Gegenseite ergreift, sondern die Diskussionsrunden sehen ja so aus, dass dann meistens eine junge Klimaaktivistin sitzt, dann auch 1, 2 Promis, die sowieso zustimmen und auch ein Moderator, der eben Schönwetterfragen stellt. Ja. Und es gibt eben nicht wirklich diesen Widerspruch. Und das ist auch so ein bisschen so für mich mein Ziel, eben dieser Widerspruch, nicht nur in dieser Frage, aber auch in dieser Frage eben zu sein. Wenn du nochmal an dein Buch denkst, was ist da für dich das wichtigste Kapitel eigentlich? Was möchtest du den Menschen näher bringen?
Also ich sag mal, der zentrale Punkt dieses Buches ist ja eigentlich auch so ein bisschen aufzurütteln, dass viele Sachen, die uns eben so erzählt werden, dass sie eben schön sind, dass sie eben großartig sind, gar nicht mal so schön in der Praxis sind. Es geht sehr viel um meine eigene Schulzeit, es geht eben auch um die Zustände an deutschen Schulen, wenn man eben fehlgeschlagene Integration dort hat, wenn man eben Lehrer hat, die eben Integration nicht einfordern und das Ganze eben aus dem Ruder laufen lassen. Das habe ich im Buch auch geschildert und es ist mir auch sehr wichtig, dass ich das eben auch an Leute weitergebe, dass man eben diese Problematik nicht länger totschweigt, dass man eben auch grundlegend politisch eben nachdenkt, ob diese Art der Integrationspolitik, auch diese Art der Schulpolitik weiter so haltbar ist. Das ist mir sehr wichtig, dass man da eben wieder einen Diskurs findet, weil aktuell haben wir eher so eine Schweigespirale, heißt also, es ist schön, es ist bunt und wenn man halt was dagegen sagt, dann ist man selbst das Problem und man kann eben über das wahre Problem gar nicht mehr richtig reden. Und das möchte ich eben ändern. Ich will wieder den Diskurs eben finden. Ja. Bist du in der Schule für deine Aufmüpfigkeit, kann man ja fast sagen, hattest du da Schwierigkeiten? Ich meine, was man so über Schulen heutzutage liest, das sind ja reine Indoktrinationsanstalten eigentlich. Ja, leider. Also ich habe das ja in dem Buch auch sehr detailliert beschrieben, dass es immer wieder auch Reibungspunkte mit Lehrpersonal gab eben, gerade auch ideologische, wenn es da zum Beispiel darum ging, dass eben eine Lehrerin eben komplett dieses Bild von Merkels Migrationspolitik eben offensiv im Unterricht unterstützt und die Schüler eben auffordert, da mitzumachen und sich zu engagieren. Und wenn man da eben widerspricht, was ich ja getan habe, was auch ein paar andere Leute getan haben, dass man dann selber eben sehr schnell in die Schusslinie gerät. Also man ist der Böse, man ist eben der Unruhestifter, vielleicht sogar der schlechte Mensch, so wird man eben dargestellt. Es wird sehr viel moralisch argumentiert und das ist auch so, was an den Lehrkräften mir eben negativ aufgefallen ist, dass eben sehr viel so individuelle Meinungen eben auch abgewertet werden. Also es wird sehr viel mit moralischer Selbstüberhöhung gearbeitet. Also wenn du eben der Lehrkraft widersprichst, dann bist du entweder jung, dumm und unwissend, ja, oder einfach schlecht erzogen. Also es wird immer die Schuld dann bei dir gesucht und es wird gar nicht in Erwägung gezogen, dass man vielleicht mit der Kritik auch mal recht haben könnte. Das ist auch so ein Punkt in dem Buch auch gewesen. Und hat sich das auch bei den Noten dann bemerkbar gemacht? Ich meine, wenn die Lehrerin einen bestimmten Aufsatz gibt oder eine bestimmte Analyse und du kommst eben zu einem Schluss, der eben nicht der Lehrerin oder der Norm oder dem Mainstream entspricht, hat es dann auch schon mal eine 6 gegeben oder so? Also was sehr auffällig war, das war wirklich im Deutschunterricht, nachdem ich eben mit meiner Deutschlehrerin eine sehr ernsthafte Aussprache vor der ganzen Klasse hatte, eine Diskussion eben zur Asyl- und Flüchtlingspolitik, dass ich dann tatsächlich im Halbjahreszeugnis auf einmal eine 3 in Deutsch hatte, obwohl ich in den Klausuren nur 1 geschrieben habe. Also das heißt, die mündliche Note muss da schon ziemlich deutlich gedrückt worden sein, die vorher auch übrigens immer so zwischen 1 und 2 gewesen war. Und das war schon sehr auffällig, da haben wir dann auch drüber gesprochen, also mein Vater und ich haben es damals noch am Elternabend thematisiert beim Gespräch und dann am Ende hatte ich auch wieder im Endzeugnis die 1 in Deutsch, aber die Geschichte habe ich auch schon mal öffentlich auf YouTube erzählt, weil es eine der bekanntesten eigentlich ist, wo ich sage, es war so offensichtlich möglich, dass diese Meinungsverschiedenheit dann auch wirklich zu einer schlechter Bewertung geführt hätte und die konnte ich mir auch gar nicht erklären. Ich meine, ich hätte ja mündlich eigentlich eine 6 haben müssen, dass ich da eine 3 im Zeugnis kriege, also sehr, sehr skurril war das wirklich. Ja, aber das sind doch wahrscheinlich auch die Ängste, mit denen sie arbeiten, sodass also viele deiner Mitschüler es gar nicht es wagen, eine andere Position einzunehmen. Ja klar, so funktioniert ja eigentlich Indoktrination, dass man den Menschen eben das Gefühl gibt, die falsche Meinung zu haben, eine schlechte Meinung zu haben und eben, dass man für die Meinung reglementiert wird. Also wer die und die Ansichten hat, der soll isoliert werden, der soll schlechter gestellt werden und so bringt man die Menschen dazu, sich eben automatisch anzupassen, eben an Zustände, die sie eigentlich nicht wollen, aber weil sie Angst haben, eben schikaniert zu werden oder eben vor persönlichen Konsequenzen, dann passen sie sich doch an. So funktionieren ja eigentlich immer totalitäre Systeme und auch generell Indoktrination in solchen Systemen. So genau ist ja eben der Kreislauf. Ja, ja, das erinnert mich alles mehr und mehr an die Zustände, die wir mal in der DDR hatten. Die kennst du nicht mehr, aber da war das ähnlich. Es gab quasi so einen gesellschaftlichen sozialistischen Konsens und es wurde nichts anderes zugelassen. Glaubst du, dass es da auch viele Mitläufer gibt bei den Schülern, die bei Fridays for Future oder überhaupt die ganzen Geschichten einfach nur mitmachen, weil sie ihre Ruhe haben wollen?
Also da bin ich mir sogar ganz sicher, weil es einfach das Bequemste ist, beziehungsweise bei diesem Mainstream einfach mitzulaufen, erspart einem sehr viel persönliche Unannehmlichkeiten. Ja, weil niemand möchte ja, das ist ja das, was auch gut funktioniert, niemand möchte am Ende als der dastehen, der eben aus der Reihe tanzt. Das ist immer so eine unbequeme Position, es ist mit persönlichen Nachteilen verbunden, mit unangenehmen Gefühlen. Und ich glaube auch ganz sicher, ich weiß es ja bei einigen, dass die von Fridays for Future nicht viel halten, aber auch nicht wirklich offensiv dagegen sprechen. Also halt eben sagen, ja, ist halt so, ich laufe halt mal mit oder so. Aber ich sag mal, es gibt diesen harten Kern, der wirklich diese Ideologie extrem unterstützt, der schon fast in Richtung Extremismus tendiert, wenn man sich aber die Verstrickungen zu Extremisten und zu Linksextremen anschaut. Aber es gibt eben diese große Masse, die eben sagt, das ist jetzt cool, das ist fast schon so wie so ein Trend auch ein bisschen, dass man halt sagt, ja, das machen wir jetzt. Und ja, da glaube ich auch sehr viel ist auch dieser Gruppenzwang. Den sieht man bei Jugendlichen eigentlich in ganz vielen Bereichen, ob es jetzt um irgendwelche Partys oder Klamotten oder irgendwas geht. Ja, und eben, das ist so ein bisschen dieselbe Psychologie auch. Nun bist du mittlerweile im Arbeitsleben. Ich glaube, du bist immer noch da oder haben sie dich schon entlassen? Das ist ja, da habe ich auch neulich drüber gesprochen in einem Interview. Ja, ich hatte ja die Ausbildung begonnen im öffentlichen Dienst. Ja, da war das ja so, dass ich tatsächlich wegen meiner politischen Meinung unter Druck gesetzt wurde. Ja, ich hatte mich ja parallel dazu selbstständig gemacht, bin zweigleisig immer gefahren. Das hat auch niemand gestört. Dann wurde ich eben wegen meiner Meinung unter Druck gesetzt. Da hat man mir so Schreiben eben geschickt, dass ich entweder diese Tätigkeit aufgeben muss oder dass ich eben die Ausbildung verliere. Ja, am Ende habe ich dann tatsächlich die Ausbildung verloren. Da habe ich auch bei Heiko Schrang im Interview drüber gesprochen. Ja, inzwischen bin ich selbstständig, ich habe zum Glück diesen Übergang ziemlich gut geschafft. Ja, ich glaube, jemand anderes hätte das gar nicht so gut geschafft. Ich war schon immer jemand, der sich selbst immer ziemlich schnell neu erfinden konnte, der eigentlich immer Ziele im Leben hatte, ja, der auch praktisch kein Problem hat, sich selbst mal kurz neu zu organisieren. Aber es war schon eine kurze, harte Zeit, also diese Phase, wo ich eigentlich noch so gedacht habe, hoffentlich kann ich die Ausbildung behalten, ja, aber dann eben tatsächlich dieser Druck ausgeübt wurde, also Gespräche gab es halt, wo man gesagt hat, Sie sind hier nicht mehr willkommen mit dieser Meinung, ja, wir sind hier bunt, wir sind hier weltoffen, wir wollen so Leute wie Sie hier nicht haben, ja, und natürlich war das auch schon eine ziemlich harte Zeit damals. Ja, du sagst das jetzt alles so selbstverständlich. Ich meine, wenn man gefeuert wird wegen einer politischen Meinung und du bist ja noch alles andere als extrem, das ist doch schon der Hammer. Also ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich wirklich ironisch. Ich rede da mittlerweile mit einer Selbstverständlichkeit drüber, weil einfach die letzten Monate so intensiv waren von Sachen, die da passiert sind, wo man nie gedacht hätte, dass die eben passieren können. Dass da ein Steuerberater einen rausschmeißt wegen der politischen Meinung, ja, nachdem er im Internet nicht gegoogelt hat zum Beispiel, ja. Oder eben, wie gesagt, dass sich dann auch Freunde von einem abwenden, weil sie einem auf einmal das personifizierte Böse sehen, was eigentlich nur eine andere Meinung ist. Ja? Früher hat man über sowas diskutiert, heute distanziert man sich. Und ja, es ist traurig, aber diese Realität, es ist für mich mittlerweile fast schon normal geworden. Und das finde ich eigentlich beängstigend, weil es ist ja alles andere als normal, dass man eben in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft keine Gegenposition mehr aushält. Ja, aber gefeuert zu werden wegen seiner politischen Meinung. Ich meine, du hast, glaube ich, im öffentlichen Dienst gearbeitet, ne? Ist ja vielleicht nochmal eine Sonderstellung, aber auch da sollte sowas möglich sein, dass man auch andere Meinungen hat. Aber ich habe so den Eindruck, dass auch vielen Leuten auf dem Arbeitsplatz, dass sie sich nicht getrauen, ihre Meinung zu sagen, wegen der Angst, also abgesondert oder als aussätzig dargestellt zu werden oder gar wegen der Angst um ihren Job. Es ist ja auch genauso. Ich sag mal, gerade wegen dem öffentlichen Dienst auch, da gibt es natürlich faktisch diese Mäßigungspflicht. Aber das sind jetzt die Fakten. Die meisten der Leute, die da gearbeitet haben, eben bei dieser öffentlichen Dienstverwaltung, das waren Menschen, die in der SPD Mitglied waren. Die waren da Landräte, die waren da Bürgermeister. Also so viel zur Mäßigungspflicht. Ja, die haben offen auf Facebook dafür geworben, dass man sie als Bürgermeister wählen soll zum Beispiel. Ja, das heißt also, dass man sich ja parteipolitisch engagieren konnte oder politisch, das war sogar normal und erwünscht, aber eben nicht bitte in die falsche Richtung. Genau so ist eigentlich das Klima. Und so glaube ich auch, ist es in den meisten Betrieben, was ich da immer wieder von auch Zuschauern und Lesern eben rückgemeldet bekomme, dass es in sehr vielen Betrieben eine wirklich Kultur gibt der Denk- und Sprechverbote. Also dass man wirklich den Leuten eben mehr oder weniger zu verstehen gibt, wenn du dich irgendwie äußerst, was eben nicht in diesen gesellschaftlichen Mainstream reinpasst oder wenn du auch in deiner Privatzeit irgendwelche falschen Veranstaltungen besuchst, dann bist du den Job eben los. Und die wenigsten Menschen sind eben in der privilegierten Position, dass sie es wirklich leisten können, dann auch mal einen Job zu verlieren. Deswegen schweigen dann halt viele. Ja, das bist du und dafür danken wir dir. Nochmal der Hinweis auf das Buch. Also es ist wirklich eine Empfehlung, eine Leseempfehlung, auch für die ältere Generation,
dieses Buch könnt ihr am besten den Enkeln in den Schulranzen stecken, die freitags zur Demo gehen. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und damit alles einfacher wird, haben wir gleich unter dem YouTube einen Link und da kann man es dann auch gleich bestellen. Erstmal vielen Dank für dieses Gespräch, Niklas. Ich habe zu danken, habe mich sehr gefreut.